Liebster Richard, eine himmlische Weihnachtsbescherung sendet mir Hertel. Die ganze gesamte Kinderwelt kann sich nicht bei allen Tannenbäumen mit goldenen Früchten und glänzenden Geschenken behängt so freuen, als ich, Einzelner, mit deinem einzigen Tristan. O liebster, liebster Franz, du antwortest mir viel zu pathetisch. Alles dummes Zeug, ich brauch Geld. Du sprichst viel zu zart mit den Leuten. Sag ihnen, Wagner macht sich den Teufel aus euch, euren Theatern und seinen eigenen Opern. Er braucht Geld, das ist alles. Hast denn auch du mich nicht verstanden? Habe ich dir denn nicht deutlich und bestimmt gesagt, dass ich um jeden Preis mir Geld zusammenzutreiben suche? Dich nicht gebeten, in Coburg und so weiter meine Opern, Lohengrin oder Fliegenden Holländer zu vermitteln? Muss ich solche offenbare Verspottung von dir erleben? Kein Wort? Kein Geld? Um nicht mehr der Gefahr ausgesetzt zu sein, dir durch pathetisch ernste Redensarten lästig zu fallen, schicke ich den ersten Akt des Tristan an Hertel zurück und werde mir ausbitten, die übrigen erst nach ihrem Verlagserscheinen kennenzulernen. Welch ein schöner Tag wird es sein, dich hier zu sehen. Und nun, Liebster, werde so bald als möglich ganz gesund und behalte lieb deinen Franz.